Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play WW13 im Universe-Modus. Ganz schön lange her, würde ich nochmal sagen, der letzte Part. Jetzt habe ich mal wieder Bock auf das Spiel, wieder Bock auf WW13. Und ich würde sagen, deswegen fahren wir jetzt fort. Das letzte, da kann ich mich sogar noch dran erinnern hier, Six-Man-Tag-Match. Big Bossman und die McMahons gegen The Shield. Ja gut, gehen wir weiter. Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich schon lange kein Wrestling mehr geschaut habe. Also das Echte, darüber kann ich deswegen leider gar nichts berichten. Einziges, was ich weiß, ist, dass Dwayne The Rock Johnson momentan ja nicht kann, da der verletzt ist. Kann nur Filme drehen. So, also, wir sind bei SmackDown, Mesdames et Messieurs. Rey Mysterio gegen The Miz. Ich muss jetzt erstmal wieder gucken, was für Titelträger wir haben hier. Primo schlägt The Rock. Was? What the fuck? Wo ist das her? Kann mich mal dran erinnern. Statistiken, da sind wir doch. Nee, das ist falsch. Hier sieht man doch Titel. Ah, nee, das ist auch falsch. Ja. Wo sehe ich denn nochmal die Titel, Alter? Ach, ich muss hier... Nee, Moment. Ich bin komplett raus. Ranglisten, das war's. Genau, also. The Rock ist WWE Champion. Road Dogg, United States Champion. Die Acolytes sind WWE Tag Team Champion und wahrscheinlich auch immer noch, jawohl, World Tag Team Champion Eddie Guerrero ist Intercontinental Champion und der Undertaker World Heavyweight Champion. So, Rey Mysterio gegen The Miz, Jeff Hardy und Kofi Kingston gegen Daniel Bryan und Cody Rhodes. Eddie Guerrero tritt an gegen Hawk. R-Truth gegen Big Show in Extreme Rules. Nice. Und Chris Jericho gegen Sheamus. So. Lange kein Part mehr, deswegen würde ich sagen, spiele ich heute mal wieder. Die ersten vier Matches simulieren wir natürlich. Ich tippe mal auf Mysterio. Der gewinnt auch, sehr schön. Ha! Hier tippe ich auf Hardy und Kingston. Die sind zumindest cooler als die anderen. Schade. Daniel Bryan und Cody Rhodes gewinnen. Hawk gegen Eddie Guerrero. Hawk. Jawohl, richtig. So. Egal, wer gewinnt. Und jetzt kommen wir zu diesem Match hier und das werde ich spielen. Und zwar als, ich glaube, das lose ich gleich aus so ein bisschen. Matcherlebnis normal, ist alles egal. Komm, den Einzug machen wir mal gerade aus. Jawohl, dann kommt er nicht, den brauchen wir eh nicht. Und dann starten wir jetzt volle Suppe rein ins Match. Ich habe ja beide schon reinkommen sehen. Y2J und auch den Celtic Warrior, die waren ja beide schon mal irgendwann mal einmarschiert hier. So. Wen werde ich spielen? Ja, okay, ich los gleich aus. Auf der Gamescom war ich, meine Damen und Herren, auf der Gamescom war ich und hab da auch WWE 2K14 gesehen, gespielt nicht. Gameplay habe ich auch gar keins gesehen, fällt mir mal gerade ein. Auf, what the fuck? Was für ein Champ? Der ist gar kein Champ. Ja, hallo Champ, setz dich hin, du bist zwar kein Champ, oh, ist wurscht. So, CM Punk guckt zu. So, ich lose aus. Zack, wir spielen Sheamus, alles klar. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das Spiel überhaupt noch kann. Ich hoffe doch mal. Also ich könnte jetzt hier ganz schön auf die Mütze kriegen. Ha, gekontert, du Bitch. Ja, aber auf jeden Fall habe ich den Stand von WWE 2K14 mal schön abgefilmt. Das heißt, in meinem Gamescom-Video, das noch kommen wird, oder vielleicht, was weiß ich, wenn der Part hier oben ist, vielleicht auch schon da ist, werdet ihr zumindest mal den Stand sehen. Ja, vom Spiel habe ich, wie gesagt, leider nichts gesehen. Hab irgendwie verpeilt, das anzuzocken. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich gehe mal davon aus, es wird schon ähnlich sein wie WWE 13. Bin aber mal gespannt auf WWE 14, also WWE 2K14. Der Ultimate Warrior wird scheinbar drin sein als Wrestler. Hier ist er ja nicht dabei. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Scheiße. Aber egal, dann könnten wir mal gerade den Kommentatoren nicht aufräumen. Wenn wir schon mal hier draußen sind, können wir das eigentlich mal machen. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Okay, das war nicht geplant. Alter, wie geil. Okay, damit wäre Chris Jericho schon mal durch den Kommentatorentisch geflogen. Auch gut. Nee, wo war ich denn eigentlich? Ich wollte eigentlich irgendwas erzählen jetzt, hast du mal vergessen. Entschuldigung. Das ist ja super. Das ist ja mal super hier. Krass. So. Oh Gott.
Da kommen wir durch gar nicht mehr klar. So. Das war auf jeden Fall eine coole Aktion. Ich war irgendwo, war ich bei WWE 14. Ja, der Ultimate Warrior war da dabei. Da wollte ich, glaube ich, noch irgendwas dazu sagen. Das fällt mir jetzt aber nicht mehr ein. Wie mache ich denn hier mit Sheamus den Signature? Scheiß-Tag da. Wieder vielleicht aus, so wieder? Nee. Oh, was ist jetzt los? Okay, das... das wollte ich eigentlich auch nicht. Aber ist egal. Ist egal, das war jetzt scheinbar doch irgendwie der Signature-Move. Ist ja super. So, noch einmal auf ihn fallen lassen und dann kommt... Genau. Bam! Bro-Kick, Bitches. Und der Pin gegen Chris Jericho, reicht das schon? What the fuck? Alter, hat echt schon gereicht? Krasse Geschichte. Okay, haben wir gewonnen. Also habe ich gewonnen. Egaler Scheiß. Doch gewonnen. Dachte irgendwie, ich würde verlieren. Aber gut, er hat auch echt was abbekommen. Die 10 hier zum Beispiel. Die gar nicht beabsichtigt war. Aber gut, da ist er eben mal mit dem Nacken krass korrekt durch das Dings gefallen. Dann hier der Irish Neckbreaker. Das dürfte der gewesen sein. Gegen Chris Jericho. Und dann direkt danach hier. Ach, jetzt kommt er. Jawohl. Der Bro-Kick in die Fresse. Von Y2J. Und dann das Cover zum Sieg von Sheamus für Sheamus. Ja, Sheamus. Sheamus gegen Y2J, Chris Jericho. CM Punk hat zugesehen, aber sonst auch nichts gemacht. Ja, das war jetzt wahrscheinlich eher ein kürzerer Part. Ich habe jetzt gar keine Uhr mitlaufen, aber ich denke mal, der Part war ein bisschen kürzer. Aber gut, es wird jetzt auf jeden Fall weitergehen. Also ihr müsst nicht auf den nächsten Part nochmal 2 Monate oder so warten, sondern der kommt die Tage. Weiß jetzt nicht, ob morgen, aber auf jeden Fall in den nächsten Tagen. So, beenden. Das war doch mal ein gelungener Kampf für mir. So, Survivor Series in 3 Wochen. Wahrscheinlich auch mit The Rock, denn er ist ja momentan noch Champion. Der wird dann wohl seinen Titel verteidigen. So, meine Damen und Herren, das war's mit dieser Folge WWE 13 im Universe-Modus mit dieser Ausgabe von Friday Night SmackDown. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt dran und tschüss.